Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Resident Evil Director's Cut von der PlayStation 1. So, dann donnern wir hier erstmal wieder ein Zombie weg. Hier können wir das Wort Zombie ja offen und frei aussprechen. Ich weiß gar nicht, warum in so vielen anderen Spielen oder Filmen oder Serien, da wird ja das Wort Zombie ungern benutzt. Obwohl, irgendwie ist das ja auch grundlegend falsch, ne, wenn man überlegt. Zombie. Zombie ist doch mehr Voodoo, oder? Nun gut, egal. Wir gehen weiter. Ich finde es erstaunlich, wie viele Türanimationen es hier gibt. Unterschiedliche. Zombie! Wonderful. Jill Claire. Oh, da will uns aber einer. Nicht mit die Commander. So. Und irgendwie gewöhnt man sich echt nur so ein bisschen, also nur bedürftig. Nicht bedürftig, sondern bedürftig an diese Panzersteuerung. Ja, kommt da wieder irgendwie klar, aber. Ja, ja. Natur, Pflanze. Da war doch was. Eine alte Pumpe. Ja, Deckel drauf. Ja, da wünschte ich mir, ich hätte den blöden Chemikalienbeutel von vorhin mitgenommen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, am meisten Sinn macht es auch, wenn ich mir den jetzt tatsächlich nochmal eben ranhole. Solange ich noch weiß, wie ich zum Speicherraum hinkomme. Ja, ist immer so eine Sache. Man weiß zwar meistens, wo man speichern kann, aber ja, der Weg dahin, ne? Auch auf der Karte. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hab's nicht drauf. Ich merke mir das irgendwie nicht. Ja, also nur falls ihr euch dann auch im späteren Verlauf wundert. Ja. Ja. Okay, zurück im Safe Room angekommen. Und auch das ist was, was auf jeden Fall noch hängen geblieben ist. Ne? Die Chemikalien, dafür diese Pflanze benutzt werden müssen. Dann geht's schon los. Ne? Munition wird langsam ein bisschen rar. Okay, weil man für jeden Zombie auch immer 5 bis 6 Schuss braucht. Ja, und ich baller dann immer noch 2, 3 Mal daneben. Naja, ja, ich denke, wir werden hier schon einigermaßen zu Bord kommen. Im Zweifelsfall, naja, kein Problem, dann mache ich es mit dem Messer. So. Zurück zur Pflanze. Weiß jetzt auch nicht, ob man da irgendwie noch irgendwelche Chemikalien oder kombinieren muss. Nee, ich glaube, das war nur benutze Sack. Ah ja. Ja, und das Zeug wird rot. Aber ist ja eher untypisch für eine Pflanze, oder? Ah, guck mal, da ist dann auch der Raum, wo wir vorhin das Emblem rausgeholt haben. Na, man konnte ja nicht richtig rausgucken. So. Ja, ein weiterer Schlüssel. Herrenhaus Charlüssel. Und zwar der nichts wichtige Schlüssel. Mit einer Rüstung auch, alles klar. Rüstungsschlüssel. Ich glaube, beim Helmschlüssel standen wir vor der Tür. Und ich glaube, einen Schwertschlüssel gibt es ja auch, aber den wiederum nur mit Chris her.
Ja, wobei, da muss ich mir auch noch überlegen, ob ich nur mit Jill spiele oder ob ich mir dann auch tatsächlich die Chris-Story auch noch gebe. Die ist ja schwieriger im Sinne von zwei Plätze im Inventar weniger. Ja, muss ich mir noch überlegen. Ach, hier gehen nur zwei, ne? Ja, dann rot und rot macht ja dann, glaube ich, auch keinen Sinn. Ja, komm. So sind wir wenigstens wieder gesund. Hier stehen noch ein paar weitere Kräuter rum. Dann können wir wild hin und her kombinieren. Und dann haben wir nicht nur volle Heilung, war das, glaube ich, ne? Rot und grün. Ja, hier. Ich habe das Gefühl, wir werden alles an Kräutern auch tatsächlich brauchen. Ja, aber bitte doch. Ach komm, und du kommst auch noch mit. Wirklich wenig Munition, was wir da jetzt nur noch in der Tasche haben. Das irritiert mich. Ganz klein bisschen, aber okay, wir sind ja experimentierfreudig, ne? Hat vor 20 Jahren geklappt, das wird auch dieses Mal klappen. Haha. Hoffe ich. Okay, sonst haben wir jetzt wieder einen neuen Schlüssel. Der andere ist ja auch noch nicht komplett verbraucht, sonst wäre er aus dem Inventar schon verschwunden. Ja, ich sag ja, ich wünschte mir die Komplettlösungskärtchen von damals. Da waren die Türen, glaube ich, auf den Karten auch noch markiert. Ja, gut. Auch speichern werde ich nicht. Ich will nur ein bisschen was von dem Krempel hier loswerden, weil ich denke, wir werden jetzt nicht in nacheinander alles an Heilung hier benötigen. Ja. Machen wir so. Wir sind ja okay. Eigentlich wäre schön, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen was an Ammunition finden würden. Jetzt müssen wir jetzt mal überlegen, wo kann man überhaupt als nächstes hin? Ja, okay. Rüstungsschlüssel. Naja, und hier haben wir dann auch das Räumchen, ne? Hier, dann haben wir es schon gesehen. Okay, erstmal den verschlossenen Schreibtisch, den wir mit dem Dumm-Dumm-Geschossen aufkriegen. Ah, und Gewehrmunition, wunderbar. Ja, bitte. Auch noch 7, ich dachte, wir haben auch 15 drin, verdammt. Okay, aber die sind ja auch dementsprechend stärker. Ja, und hier haben wir dann, oh, Pistolenmunition. Auch die stopfen wir uns freudigerweise in unsere Taschen. Und dann haben wir dieses kaputte Gewehr. Ja, das hätten wir vorhin in dem Raum, wo uns Barry gerettet hat, auch reinhängen können. Da muss man allerdings auch vorher machen. Also ich meine, man geht halt nicht drauf. Also wenn man das Rätsel weiß, kann man das umgehen. Dann kommt das kaputte Gewehr da rein. Man kann ganz normal wieder den Raum verlassen. Wenn man wenigstens so zurück könnte und dann dem zerquetscht werden irgendwie entgehen, aber waren ja beide Türen verschlossen, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Ereignis wichtig ist für das Ende des Spiels. Ja, da gibt es im Laufe des Spiels auch noch ein paar weitere Entscheidungen. Das hier, ja, brauchen wir ganz allgemein nicht mehr. In den Raum kommen wir nicht mehr rein. Defektes Gewehr, ja, man hat es halt jetzt in der Tasche, ne? Hätte man auch stehen lassen können. So. Ja. Bin gespannt, wann ich auf das Gewehr umsteigen muss. Aber ich habe echt im Kopf, dass man auf jeden Fall immer genug Munition eigentlich gefunden hatte. Also ich kann mich nie
hier erinnern, dass ich damals mit dem Messer gespielt habe. Ich weiß, dass ich irgendwie den zweiten Teil, den habe ich tatsächlich gesuchtet. Da gab es ja auch irgendwie, da musste man... Oder war das sogar? Nee, das war nicht der hier. Im zweiten war das. Wo man irgendwie Tofu und Hank freispielen konnte. Ja, irgendwie sollte man aber auch besser mit dem Messer, ne? Also irgendwie nur mit dem Messer durchspielen oder so. Ich meine, das habe ich damals immer gemacht. Hier, das so, Zombie. Mit einem stumpfen Buttermesser hier. Ja, hier erinnere ich mich auch irgendwie dran. Da war doch was, da war doch was. Jetzt, wo ich es überlege, ich glaube, den haben wir doch schon. Die erste Statue, die war vom 1F. Nee, nicht 1F, von oben drüber, 2F. Da war im Flur so eine Statue runtergekippt. Aber davon haben wir noch keine Karte. Auch nicht schlecht. Und wieder die dummen Geschosse. Ich finde es immer wieder lustig, wenn ich lese. Ich glaube, da gab es noch zwei, drei andere Fehler. Den Raum hier erinnere ich mich jetzt auch nicht, aber weitere Munition. Und die nehmen wir auch gerne mal mit. Auch nach mehrmaligen Hingucken nichts Besonderes. Den Schrank kann man nicht verschieben. Vielleicht hier. Oh, ja, okay. Ich habe da so eine Ahnung. Ach Gott, jetzt geht das los. Da muss ich mal gucken. Zombie! Versuchen wir es mal mit, ne? Hallo! You can't see me! Okay, aber finden wir dann auch gleich Munition? Wenn ich mich nicht irre... diese Reporte hier, diese Dateien, also diese Akten, die wir hier finden, da muss ich mal gucken, ob ich die vorlese oder ob ich die einfach nur so durchscroll. Schauen wir einfach mal. Tagebuch des Wärters. Heute Nacht haben wir Poker gespielt mit dem Wachmann Scott sowie Elias und Steve vom Forscherteam. Steve hatte großes Glück, aber ich glaube, er hat gemogelt. Was für ein Mistkerl. Heute hat mich ein hochrangiger Wissenschaftler gebeten, auf ein paar neue Ungeheuer aufzupassen. Sie sahen aus wie Gorillas, die keine Haut haben. Man hat mir aufgetragen, sie mit lebendem Futter zu versorgen. Als ich ein Schwein hineinwarf, fingen sie an, damit zu spielen, rissen dem Schwein dann die Beine ab und zogen meine Gedärme raus, bevor sie es dann endlich fraßen. Lecker. Lecker, lecker. Gegen 5 Uhr heute Morgen kam Scott herein und weckte mich abrupt auf. Er trug einen Schutzanzug, der wie ein Raumanzug aussah. Er forderte mich auf, ebenfalls einen anzuziehen. Ich erfuhr, dass es im Keller des Labors einen Zwischenfall gegeben habe. Das hat mir nicht weiter erstaunt, denn diese Hallo? Seit gestern trage ich jetzt schon den lästigen Schutzanzug. Meine Haut wird russelig und juckt ganz fürchterlich. Als eine Art Rache habe ich heute die Hunde nicht gefüttert. Jetzt fühle ich mich besser. Arsch. Ich bin heute zur medizinischen Versorgung gegangen, weil mein Rücken völlig geschwollen war und schrecklich juckte. Sie haben einen großen Verband um meinen Rücken gewickelt und der Doktor sagte mir, ich müsse den Schutzanzug nicht länger tragen. Ich vermute, heute Nacht kann ich gut schlafen. Als ich heute Morgen aufwachte, fand ich eine Blase an meinem Fuß. Sie war sehr schmerzhaft. Als ich zum Hundezwinger ging, konnte ich schließlich nur noch den Fuß hinter mir herziehen. Die Biester sind seit dem Morgen ruhig, das ist sehr ungewöhnlich. Ich stellte fest, dass einige von ihnen abgehauen waren. Wahrscheinlich bekomme ich mächtigen Ärger, wenn meine Vorgesetzten das herauskriegen.
liegt noch schon eine gewisse Gleichgültigkeit, ne? Obwohl ich mich nicht wohlfühlte, hatte ich mich entschlossen, Nancy mal wieder zu besuchen. Seit langer Zeit hatte ich heute das erste Mal wieder einen freien Tag. Ich wurde allerdings auf dem Weg nach draußen von der Wache angehalten. Sie behaupten, die Firma hätte angeordnet, dass niemand das Gelände verlassen darf. Ich darf nicht einmal mehr telefonieren. Ja, wisst ihr was? Ich werde einfach mal die Dinger weiter scrollen. Ihr könnt euch die gerne durchlesen, könnt auch auf Pause drücken. Aber das ist ja jetzt auch nichts irgendwie Wesentliches, ne? Fieber weg, aber jucken, hungrig, Hundefutter gegessen, kratzen, Scott genommen, Gesicht hässlich, darum getötet, lecker. Okay, ist drollig, aber jucken lecker. Jucken lecker. Ja, hier und da vielleicht mal, aber ansonsten es gibt zwei, drei Akten, die tatsächlich so ein bisschen den das Spiel spoilern. Ja, wo man so wirklich ein paar Informationen raus... Das war jetzt nicht unbedingt einer davon. Andererseits, und das tut man ja gerne dann auch mal so ein bisschen schneller ab, ne? Der da ja aus dem Schrank kam, war wohl der, der auch diese Akte geschrieben hatte, ne? Ja, das hätten sie ein bisschen besser hingekriegt, wenn sie ein weiteres Zombie-Modell da reingebastelt hätten. Andererseits, warum versteckt er sich dann im Schrank? Mysteriös. Naja, egal. So, und dann sind wir auch schon... wieder hier angekommen. Okay, die ist immer noch verschlossen. So, einmal zurück ins Esszimmer. Und hier müsste ja jetzt eigentlich auch dieser blaue Diamant, Rubin, Saphir, nennt man das? Na, blau ist Kristall. Juwel, okay. Ein blaues Juwel. Ja, wunderbar. Da könntet ihr mich jetzt schlagen. Ich habe im Moment keine Ahnung. Also ich meine, das hier wusste ich. Wie man an den blauen, an den roten nachher rankommt. Das habe ich echt nicht mehr im Kopf. Türen könnten denn noch unverschlossen? Ich meine, hier gerade im Flur, die eine haben wir ja wieder getestet, die ist zu. Jetzt haben wir auf der anderen Seite noch ein bisschen was, ne? Man könnte ja mal gucken gehen. Ich habe irgendwie auch nur noch im Kopf, dass das Anwesen hier tatsächlich mächtig riesig war. Also verhältnismäßig riesig, ja, wunderbar. Rüstungsschlüssel. Verschiedene Dinge. Da hätte man ja so einfach nichts machen können. So, da haben wir schon wieder irgendwas umherschlabbern. Okay, Munition. Langsam kommt wieder ein bisschen was rein. Oh, mein Freund. Oh. Wenn ich dir mal kurz ins Gesicht schießen dürfte. Oh. Wie fies. Okay. Oh, und wir sind direkt auf Achtung und haben selbstverständlich nichts zum Heilen in der Tasche. So gehört sich das. Oh ja, unsere Dum-Dum-Geschosse, wenn wir die nicht hätten. Okay, und wenigstens finden wir jetzt aber auch ein bisschen was von der Schrotmunition. Sieht ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, aber geht langsam voran. Wobei ich bin echt der Meinung, das dauerte noch ein bisschen, bis die etwas dickeren Gegner kamen.